Die Gemeinde Rosengarten südlich von Hamburg. Hier kämpfte ein Hausbesitzer erfolglos gegen zwei Mietnomaden. Im Mai dieses Jahres dann platzte Vermieter Kai Kapphengs der Kragen. Er nahm die leidige Sache selbst in die Hand. Mit tatkräftiger Hilfe einiger Freunde schmiss er die zahlungsunwilligen Mietbetrüger kurzerhand raus. Auf der rechten Seite des Doppelhauses lebt der Besitzer, links wohnten die Mieter. 5 Monate, für lau. Fristlose Kündigungen wurden ignoriert. Eine langwierige Räumungsklage kam für Kapphengs nicht in Frage. Er ist auf die Mieteinnahmen angewiesen, um die Hypothek für sein Haus zu bezahlen. Ja, dass das so eskaliert ist, ist durch die ganzen Nervereien ist das eben so entstanden. Und irgendwann kann man nicht mehr anders. Also wir wollten ja schon gar nicht mehr nach Hause kommen, wir mochten ja schon gar nicht mehr zu Hause sein. Wenn wir zu Hause waren, sind wir bepöbelt worden und so. Und irgendwann muss das aufhören. Mit der Kamera hat Kapphengs festgehalten, in welchem Zustand die Mieter sein Haus hinterlassen haben. Guck mal, ein Tampo liegt da drunter, in der Küche. Du, ich bin nur mit anderen Sachen rum hier. Du, ich sag dir, hier liegt ein Tampo in der Küche. Jetzt ermittelt die Polizei gegen Kapphengs wegen des Rauswurfs. Die Mieter sind aus dem Schlaf gerissen worden von 4 bis 5 Personen, sind teilweise gewaltsam zum Verlassen der Wohnung bewegt worden. Und unmittelbar nachdem dieses Mieter-Ehepaar die Wohnung verlassen hatte, begannen dann diese 4 bis 5 Personen damit, den Hausstand der Mieter aus der Wohnung zu bringen. Begonnen hat die Geschichte im vergangenen Herbst. Kapphengst inseriert die frisch renovierte Doppelhaushälfte in der Zeitung. Als Interessenten melden sich Claudia und Dietmar B. Das Ehepaar macht einen netten Eindruck. Sie suchten schon seit über einem Jahr ein Haus, was hier in der Nähe ist, das hier in der Nähe ist, in der Nähe der Schule ist. Ja, haben wir eben abgemacht, wenn das finanziell alles so passt, wäre das kein Problem. Müssen eben nur nachweisen, was sie verdienen und dann können wir drüber sprechen. Dietmar B. gibt an, in der Gastronomie zu arbeiten. Seine Frau sei Bürokauffrau. 2.200 Euro hätten sie netto. In Wahrheit sind beide Hartz-IV-Empfänger. Davon ahnt Kai Kapphengs noch nichts. Am 1. November soll der Mietvertrag unterschrieben und die Kaution übergeben werden. Einen Tag vorher bittet ihn Claudia B. um den Schlüssel. Sie wolle ein Zimmer ausmessen. Als die Vermieter von der Arbeit heimkehren, sind sie erstaunt. Familie B. ist schon eingezogen, ohne, wie verabredet, eine Kaution zu hinterlegen. Und ohne, dass der Mietvertrag unterschrieben worden wäre. Miete zahlen sie nicht. Wenn Kai Kapphengs sie darauf anspricht, wird er bepöbelt. Der Spacken hält sein Maul sowieso nicht, weil du bist nur im Streit aus, du musst Frauen schlagen. Ja. Deswegen hast du Anzeige. Ja. Und der Kier, du hast auch eine Anzeige, mein Freund. Du bist sowieso platt. Ja. Oder so. Ja. Fertig? Oder so. Gut. Aber ich sag dir was Ehrliches, damit hast du angefangen, nicht ich. Ja, ja. Deswegen bist du selber schuld. Deswegen bist du ja auch Mietnomade, ne? Kannst du mal deine Miete bezahlen, du armselige Sau? Du armselige Sau, kannst du nicht mal deine Miete bezahlen? Du kannst deine Kinder nicht ernähren. Du bist eine armselige Sau. Du bist doch die Leute verbrannt, ehrlich. Ja, weiter. Aber wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich gar nicht gekommen in deine Bude. Ja. Die Mietnomaden ist Kapphengst los. Auf den entstandenen Kosten in Höhe von ca. 7.000 Euro bleibt er wohl sitzen. Er ist nicht der Einzige, dem das Ehepaar B. Geld schuldet. Also Berge von Rechnungen, überall nur Mahnung, Versandhäuser. Anwälte, dem also niemanden bezahlt. Einen Tag nach dem Rauswurf verschwanden Dietmar und Claudia B. Eine Nachsendeadresse haben sie nicht angegeben. Wahrscheinlich sind sie noch auf Wohnungssuche.